Hallo Freunde und willkommen hier zu Minerva's Den, Bioshock 2. Wir spielen wie immer auf dem klassischen mittleren Schwierigkeitsgrad. Ja, ich habe euch ja gesagt, wir spielen noch das DLC zu Bioshock 2 mit Subject Sigma in der Hauptrolle. Nicht mehr Subject Delta, der Kollege ist ja mit seiner Tochter an die Meeresoberfläche zurückgekehrt. Und ja, mal schauen, was uns diese weitere Reise nach Rapture hier für Möglichkeiten gibt. Es dauert ganz schön lang, bis das geladen hat. Ah, guck mal, da sind wir doch schon. Also fast. Wir sind im Schwarzbild angekommen. Auch nicht schlecht. 1968 in Rapture. Subject Sigma nähert sich Minerva's Den. Er darf den Finker nicht erreichen. Den Tunnel sprengen! Was sind denn das schon wieder für Sackratten? In der letzten Folge schon Explosionen von Lamp, die den Tunnel gesprengt hat. Und jetzt hier dieser komische Typ, der den Tunnel gesprengt hat. Einige Zeit später. Warum haben wir da unten jetzt eine Übersetzung? Hatten wir die schon immer? Rutsch mal, Patrick. Ach, ach, weg mit dem Kack hier. Das ist ja... Boah. Scheiß Stahlträger. Blödes Ding. Tja, jetzt sind wir also wieder einmal im Wasser gelandet. Im Wasser landen können wir gut. Irgendwie ist das ein wiederkehrendes Motiv in Bioshock 2. Immer wieder im Wasser zu landen, weil uns irgendjemand in die Luft sprengt. Torpedo, Big Sister. Hallo. Hi. Sigma? Soweit ich weiß. Hören? Geht, ja. Mein Name ist Porter. Hallo. Charles Milton Porter. Dr. Tenenbaum sagt, du wirst uns helfen, den Thinker aus Rapture fortzubringen. Das wird nicht einfach, aber das ist so bei guten Taten. Du solltest durch eine Luftschleuse reinkommen. Gut. Dann suchen wir uns die Luftschleuse. Luftschleuse. Oh, da ist noch eine Adam-Schnecke. Die wollen wir natürlich auch mitnehmen. Gleich zu Beginn ein bisschen Adam sammeln hat noch niemandem geschadet. Ich glaube, hier ist alles ein bisschen kaputter, als es vielleicht eigentlich sein sollte. Gut, dass das Fenster noch intakt ist. Da müssen wir hoch. Jo, da müssen wir hoch. Dann schaue ich nochmal hier hinten. Da ist doch sicher noch eine kleine Schnecke für uns. Ja, wusste ich's doch. Komm mal her, Kumpel. Gut, jetzt kommen wir wieder zurück. So, ein kurzer Blick auf die Uhr verrät mir, wie lange die Folge ungefähr sein soll. 37, Freunde. Bis 37. So. Da sind wir doch schon. Hallo, Minerva's Den. Den. Minerva's Den war eine ganze Zeit vom restlichen Rapture abgeschnitten. Aber nicht vom Splicen. Bleib wachsam. Es ist dunkel in Minerva's Den. Aber wenn du das Stromrelais vor Ort resetten kannst, dann kann ich den Saft von hier aus wieder anschalten. Ach, ich bin wieder gesoffen und geraucht. Und Saufen ist nicht angebracht, wenn man... Oh, hallo. Oh, was ist das da? Saufen ist nicht angebracht, wenn man den Trinker noch nicht hat. Mr. Porter, ich möchte der Erste sein, der Ihnen zur Gründung von Rapture Central Computing gratuliert. Die große Kette wird stetig stärker, mit jeder Hand, die mit anpackt. Und glücklicherweise ziehen Sie und ich in Sachen Rapture am gleichen Strang. Dieses Geräusch. Okay, Ryan und unser Kumpel, der gerade mit uns spricht, die sind auf derselben Seite gewesen. Und das ist gut. Das ist... Ryan ist ja
nur jemand mit einem Traum gewesen und tatsächlich noch einer der vernünftigsten. Hallo und willkommen in Minerva's Den. Hallo. Der Heimat von Raptures Hightech-Industrie. Oh, gib das her. Na, Kollegin? Ich kann ja gar keine Teile abschlagen. Das ist ja langweilig. Was haben wir hier so? Ja. Damit habe ich gleich gerechnet. Finger weg. Ja, gut. Dann trete ich nur drauf rum. Dann sind meine Finger weg. Was bringt dein Minervas denn ein? Porters neuestes Spielzeug? Er will den Finger für sich. Aber, tja, alter Freund, die Maschine hat mich auserwählt. Eigentum von Reed Wall. Brumm, brumm! Reed Wall. Er und ich haben Rapture Central Computing gemeinsam gegründet, aber der habgierige Kerl hat mich vor Jahren rausgedrängt. Die Splicer, die Sicherheitsvorkehrungen. Er zieht jetzt die Fäden in Minerva's Den. Okay, da brauchen wir ein Hacking-Werkzeug, wie ich gerade gesehen habe. Hören wir uns erstmal das hier an. Porter und ich, wir sind Partner. Aber er treibt Unsinn mit dem Gerät. Die Rechenkapazität des Thinkers ist verdammt nochmal ein Quantensprung, was Geschwindigkeit und Flexibilität betrifft. In den ruhigeren Stunden habe ich ihn die Ergebnisse von Baseballspielen vorausberechnen lassen. Und er arbeitet ungemein präzise. Wendet man ähnliche Programme auf die Märkte von Rapture an, hat man die Lizenz zum Gelddrucken. Aber Porter, ich habe gehört, wie er den Thinker mit Aufnahmen seiner toten Frau gefüttert hat. Der Narr möchte den Thinker in einen Menschen verwandeln. Ich kann mir kein traurigeres Schicksal für eine so perfekte Maschine vorstellen. Ein Ionenlaser. Na, Kumpel, toter Lancer. Ja, das sind die Lancer Big Daddies, von denen ich schon des Öfteren mal gesprochen habe. Den werden wir hier begegnen. Sieh dich an, Sigma. Du denkst, Porter sei dein Verbündeter. Aber der Thinker weiß es besser. Der Thinker weiß. Was wäre Rapture ohne Automatisierung? Von der selbstöffnenden Tür bis zur Rohrpost. Schicke Brille. Der Strom ist umgeleitet. Das sollte uns sehr helfen. Geh zu meinem Büro im Geschäftsleitungstrakt. Dort ist etwas, das wirst du brauchen. Mach schnell. Machen wir gleich. Warte. Erstmal Bohrertreibstoff. Wow. Erstmal hier alles hacken. Vor allem den hier. Nicht, dass da irgendwas Doofes passiert. Vor allem kriegt man dann noch einen gratis Verbandskasten. Das ist immer gut. Dann hier drüben noch einmal. Komm, den mach ich mal kaputt. So, so. Und so. Das war ganz schön knapp. Und das stecke ich mir ein. Verräter, CM Porter. Und er hat sich bei sich selbst nichts hingeschrieben. Ich dachte, da kommt irgendwie sowas wie Beschützer oder sowas. Hallo? Tschüss. Sicherheitskommando. Oh, wir können Telekinese. Ja, kennen wir, was das ist. Der fortschrittlichste Rechner der Welt, der Thinker. Wir können Telekinese, das habe ich gar nicht mitgeschnitten, dass wir das können. Kaffee. Können wir hier mal rüber? Nee, können wir nicht. Hallo? Putzibot, alter Kumpel! Die Saugroboter haben alles Mögliche aufgesaugt, bevor sie den Geist aufgegeben haben. Brich einen auf. Vielleicht findest du was Brauchbares darin. Überall mit seinen elektrischen Gedanken. Ich höre nur, was ich nach seinem Willen hören soll. Da drüben! Wo bist du hin? Toll! Ich dachte, es klappt. Genau im Zeitplan. Ich dachte, es klappt. Toll!
Gut, Freunde, ich habe ja die Vita Chambers ausgemacht. Das heißt, ich werde das jetzt noch einmal machen. Entschuldigt, ich pausiere die Aufnahme. Das erste Mal tot in Bioshock 2 und ganz am Anfang vom DLC. Das ist ein bisschen traurig. Bis gleich. So, weiter geht es. So, das Ding habe ich jetzt gehackt und ja, ich würde mich jetzt tatsächlich erstmal hier auf der Seite umschauen. Ich habe jetzt auch gespeichert, sodass wir das nicht mehr komplett neu spielen müssen. Sehr, sehr praktisch. Ich würde das einmal da oben dran packen. Dann sollten wir genug Zeit haben. So, ja, so viel Zeit war es nicht. Aber hey, Schnelligkeitsschub nehmen wir auch sehr gerne mit. Hätten wir vielleicht gerade schon gebrauchen können. Naja, ist ja auch wurscht, ne? Hier ein bisschen Kohle mitnehmen. Ja, Kohle mitnehmen, sehr gut. Und hier noch was zum Anhören. Mr. Ryan hat mich engagiert, um einen Computer zu bauen, der eine ganze Stadt am Laufen halten kann. Das Rapture Operational Data Interpreter Network. Die Leute nennen es den Thinker. Und sogar hierfür haben wir die Kraft des Adams genutzt. So kann der Großrechner Daten in Gedankenschnelle verarbeiten. Mit anderen Worten, er denkt für uns, ja. Und mit Vollendung des Independent Reasoning Prozessors für unabhängige Denkprozesse könnte er endlich auch für sich selbst denken. Haha, wenn Turing mich jetzt sehen könnte. Die Saugroboter haben alles Mögliche aufgesaugt, bevor sie den Geist aufgegeben haben. Ja, wirklich? Brich einen auf. Vielleicht findest du was Brauchbares darin. Fuck. Den da. Und auf den da. Was Stabiles. Hört, was du gesagt hast. Unverbrüchlich. Hau ab. So, jetzt hat es geklappt. Meine Fresse. Solche Probleme. Hätte man doch nur schon einen Elektroschock. Dann wäre es so viel... Ach, schon wieder Zigaretten. Dann wäre es so viel einfach... Schon wieder Zigaretten. Was ist denn? Ich habe ein ganz großes Rauchproblem. Schon wieder. Und gesoffen habe ich auch noch. Ich kann einfach nicht damit aufhören. Der Lootfinger ist zu stark. Der Lootfinger ist strong in this one. Oh, noch ein Safe. Safe, 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 safe. Geld. Ah, oh, Laserzellen. Wer die noch braucht, ne? Ja, nicht so. Oh, gib die her. Meine kleine Adam-Schnecke. Gut, das war's hier. Also, falls wir Laserzellen brauchen, sollten wir hier kommen. Hier haben wir noch 50, hier haben wir noch 66 drin. Also, ja, zum Ausrüsten ganz gut. Und tschüss. Oh, sie sind zu zweit. Schon wieder so ein lustiger Herr mit einer Brille. Aua, der ist doch schon tot. Hör auf mit dem Kack. Mann, oh Mann. Hat wehgetan. Boah, ich zieh mich jetzt und nimm das wieder. Warte. So, jetzt. Au. Why? Was explodiert da? Das warst du, aber warum hast du nochmal geschossen? Du hast es schon deaktiviert. Mann. Ascheloche. So, was haben wir hier? Ein elektromagnetisches Schloss. Ja, dazu werden wir später kommen. Was ich mir jetzt erstmal hole. Du hast eine verbesserte Harpune gefunden. Das Tempo-Upgrade erhöht die Geschwindigkeit der Harpune. Die perfekte Gleichung des Thinkers hat jede deiner Handlungen vorhergesagt, Sigma. Er wusste, dass du hierher kommen würdest. Er weiß, wohin du als nächstes gehst. Und er weiß, du wirst scheitern. Ein Scheiß werd ich. Wall war besessen davon, seine Vorhersagegleichung zu perfektionieren.
Der Thinker kann vieles aber in die Zukunft sehen? Nein. Das Bleisen hat ihn um den Verstand gebracht. Von mir aus kann Wall hier in Rapture verrotten. Wir kopieren den Code des Thinkers und bringen ihn wieder unter die Lebenden. So. Hätten wir das auch geregelt, diesem Ding da. Oh, hey Kumpel. Lexikonbände pro Tag. Dankeschön. Der Thinker arbeitet hart für Rapture. Seien Sie wie der Thinker. Adam ist eine heimtückische Substanz. Einmal eingenommen, ist permanenter Nachschub erforderlich, um die Wirkung aufrechtzuerhalten. Sonst gleitet der User in den Wahnsinn ab. Mein Plasmid, das die Kleinen aus ihrer Knechtschaft befreien soll, ist vielversprechend, aber in seiner Wirkung begrenzt. Es wirkt nur bei den Kindern, die die Schnecken im Bauch haben. Bei Erwachsenen-Splicern oder Big Daddies kommt es zu Unverträglichkeiten. Das ist lästig. Aber wenn der körperliche und geistige Verfall umkehrbar wäre, wenn die Adam-Krankheit heilbar wäre, wäre seine heimtückische Natur überwunden. So, Hauptsache erstmal weg, das Ding. Und ein paar Raketenspeere, das ist doch schön. Und was haben wir hier so? Vorsichtiger Hacker. Bewegt sich langsamer. Eigentlich ist das nicht das, was ich brauche. Naja, jetzt habe ich es trotzdem ausgerüstet. Langsamer. Hm, vielleicht praktisch fürs Ende, aber gerade ist das so... Ich trete in den Ruhestand. Das würde ich an deiner, an deiner Stelle auch tun. Tschüss. Es ist so praktisch, dass man die Harpune hier bekommt. Es ist so toll, ich liebe es. Was bist du eigentlich? Noch ein Lasersicherheitsbot. Nee, noch ein Laser brauchen wir nicht. Dankeschön. Hier geht's auch noch gut. Schön, schön. Ja, dann hol dir doch welche. Oh, du lebst noch? Das ist kein Snackautomat, du Vogel. Geht's dir gut? Hi, Kumpel. Geht's dir gut? Ja, ja, dem geht's gut. Alles in Ordnung. Schön. Dann hätten wir das. Können wir jetzt noch einmal hier lang gucken. Sie lassen ihre Affenknöpfchen drücken. Aber ich ziehe die Stütze. Der Thinker weiß Bescheid. Er weiß alles. Weiß er das? Okay, das ist gut, dass er das weiß. So, komm mal her, Kumpel. So, was haben wir hier? Thermalzelle, okay. Mit Fire. I'm the Firestarter. Mystic Firestarter und so. Ah, wieder was gesoffen. Naja, nicht schlimm. Und hier hat irgendjemand Speere daneben geschossen. Und ich war es ausnahmsweise mal nicht. Ja, ich sagte, da hat jemand Speere daneben geschossen. Was sind wir mit deinen Methoden? Ich weiß nicht, was die Frau für komische Methoden hat. Ich weiß nur, dass ich damit nie einverstanden bin und sie meinen Speer versteckt hat. Das finde ich nicht nett. So, ich würde einmal ganz kurz auf die Mapse gucken. Mapsi? Okay, gut. Ja, dann gehen wir mal weiter. Gegner alarmiert. Irgendwo ist ein Gegner. In die Kamera geraten. Ich weiß nur leider nicht, welche. Wir haben zwei auf unserer Seite. Bandagen und Cremefüllung. Tschüss. Ja, machst du das? Dann mach das. Ich höre mir das hier an. In meiner begrenzten Zeit als ein Meister hat mir der Thinker so vieles gezeigt. Vorher war meine Perspektive begrenzt. Baseballspiele und Aktienkurse, Dollars und Cents. Ha! Nein! Die Zahlen umfassen mehr. Sie berühren alles. In ihnen verborgen liegt ein Algorithmus zur Vorhersage für dich,
Für mich, für die Bestimmung des Grundallels bis hin zur Ausdehnung des Arms einer Galaxie. Der Thinker ist dazu bestimmt, jene kristalline Gleichung hervorzubringen, die uns alle determiniert. Ich dachte, ich würde seinen wahren Zweck schon kennen. Ich hielt Porter für einen Narren. Jetzt sehe ich, ich war die ganze Zeit über der Narr. Aber damit ist jetzt Schluss. Ja, das Ding mal her. Ja, das Heckwerkzeug, das kennen wir doch. Dieses Heckwerkzeug dürfte dir nützlich sein. Geh wieder in mein Büro. Wieso wieder in dein Büro? Wir sind doch gar nicht in deinem Büro gewesen. Hier, Hackers Delight. Ja, das nehme ich auch mit. Wenn es schon da ist, ne? Warum verschmähen? So, öffne dich. Minerva's Den gehört mir. Du glaubst, du kannst dich zum Thinker durchhacken? Genau. Versuch's ruhig. Ja, werde ich. Mach dir da mal keine Sorgen. Ohne den Thinker ginge in Rapture gar nichts. Ob Zugfahrpläne, Telefonverbindungen oder Frischluftzufuhr, er regelt alles. Der Thinker, die nützlichste Maschine Raptures. Benutzt das Heckwerkzeug, um die Tür aufzukriegen. Das Loch in der Scheibe scheint groß genug zu sein, um einen Pfeil durchzukriegen. Ja, locker. Rein theoretisch dürfte hier ja niemand drin sein, ne? War ja zu. Sieht auch gut aus, als ob hier wirklich niemand drin ist. Walls Splicer sind nicht in mein Büro reingekommen, dank der Sicherheitsvorkehrungen des Thinkers. Ich gebe dir jetzt Top-Zutritt. Okay? Starte Scan. Scan-Vorgang. Zielobjekt Sigma. Bitte kommen Sie. Dankeschön. Tut mir leid, dass ich dir nicht persönlich die Hand schütteln kann. Du siehst ja, in welchem Zustand Minerva Stan zurzeit ist. Aber jetzt zählt nur der Thinker. Du musst zum Computerkern gelangen und einen Print des Maschinencodes anfertigen. Der Zugang zum Kern ist in der operativen Abteilung. In einem Fach unter meinem Schreibtisch ist eine Zugangsstempelkarte versteckt. Nimm sie dir und geh in die operative Abteilung. Okay, machen wir gleich. Erstmal höre ich was an. Das erste Jahr in London, in dem ich für Turing gearbeitet habe, da habe ich Pearl nicht oft gesehen. Ich war frisch verheiratet und kannte es nicht anders. Ich habe Tag und Nacht in so einem staatlichen Forschungskomplex verbracht und an einem Computer gebaut, der die Enigma-Maschine knacken sollte. Pearl hatte die Nase ziemlich voll von mir. Ich habe sie kaum beachtet. Dann, eines Nachts, will ich heim und der Blitzkrieg bricht los. Am nächsten Morgen komme ich zu unserem Haus und finde nur noch Asche dort, wo ich sie zuletzt gesehen hatte. Nur noch Asche. Oh, scheiße, der arme Typ. So, Freunde. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, trotz unseres einen Todes, aber das ist ja nicht weiter schlimm verlaufen, sieht das hier schon mal ganz vielversprechend aus für unseren Kumpel Sigma. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge dann wieder. Weiter hier in Minerva's Den. Bis dahin, tschüss!